zwischendurch gucken. Da oben gibt es ein... Was ist das für ein Symbol? Ach, Schmetterlinge, den Schmetterlingen folgen. Klar. Dann folgen wir doch einfach mal den Schmetterlingen. Wo wollt ihr denn hin? Schön, dass wir das einfach mit dem Besen tun können. Sammlung aktualisiert. Zauberpuppen. Wir haben übrigens die eine Truhe jetzt da oben, glaube ich, vergessen. Ist aber egal. Gut, hier brauchen wir einen Würfel zum Schweben lassen. Wir haben aktuell überhaupt gar keinen Würfel im Blickfeld. Hier erledige ich alle. Menschen laufen immer weg, wenn sie mich sehen. Ja, glaub auch. Geht's dir gut? Ich wollte ja nur mal fragen. So, da heulen wieder die Wölfe, wenn wir das Fell von ihren toten Artgenossen abziehen. Wo Würfel? Ich höre Florfliegen, oder? Sind das nicht Florfliegen, dieses Gezirpe? Aber ich sehe sie nicht im Revelio. Ich sehe, was ich allerdings sehe, ist da dieser Mondstein. Wie, Landen ist im Moment nicht verfügbar? Warum nicht? Geht doch. Revelio. Aber um nochmal auf diesen Würfel zurückzukommen, ja? In welchen Katakomben habt ihr den jetzt wieder versteckt? Ich meine, ich kann mich auch selber dahin stellen und rumfliegen. Aber das will ja keiner. Vor allem funktioniert das nicht. Revelio. Hier ist auch kein Würfel. Nee, da war nix. Alles gut. Entspann dich. Sehr gut. Revelio. Das sollte ich untersuchen. Das versuche ich, aber ich habe keinen Würfel zur Hand. War das hier, wo der uns weggeflogen ist? Ich bin mir gerade absolut unsicher. Das wäre eine Katastrophe, weil dann können wir das hier nicht lösen, also wenn er nicht wiederkommt. Ah, da ist einer. Alles gut. Ich meine auch, dass das nicht hier war, dass es ganz woanders war. Aber gut, wir haben sowieso einen gefunden. Was soll's. So, geht los. So, hier ist wahrscheinlich wieder nix außer einer Truhe, hoffe ich mal. Revelio. Okay, wir müssen hier erstmal was tun, um da dran zu kommen. Gut, dann hört mal wieder auf zu... Ach so, wahrscheinlich muss das Ding einfach nur da oben drauf, ja? Ja, vielleicht mit Wingardium Leviosa und wahrscheinlich... Ja, wie können wir das drehen? Muss es nach oben oder muss es nach... Nach unten wahrscheinlich, oder? Wingardium Leviosa. Wie kann ich das... Wieso kann ich das drehen? Yep. Und wir bekommen eine graue Abenteurermontur. Habe ich mir schon immer gewünscht. Endlich haben wir sie. Können wir direkt zum Händler bringen, gibt 90 Gold. Galeon. Machen wir bei dem nächsten weiter. Ich würde sagen, wir machen noch das und dann machen wir noch die Merlinsprüfung und dann ist auch gut, dann machen wir wieder Quests weiter. Muss ja mal weitergehen hier.
Aber ich finde es ganz wichtig eigentlich, dass wir zwischendurch hier den doch eher repetitiven Kram auch mal machen, damit wir halt die Herausforderung auch möglichst hoch bekommen. Ich will ja auch was vom Spiel sehen und außerdem sind die auch eigentlich immer sehr schön designt, wenn sie nicht gerade copy-paste sind. Sieht interessant aus. Ah, es ist wieder was anderes. Okay. Revelio. Aber hier ist nichts, hier ist einfach nur eine Truhe. Nicht mal Inferii. Nachtgewand für Naturliebhaber, ja natürlich. Und über uns ist irgendwas Rotes, was wir jetzt einfach völlig ignorieren können, weil wir jetzt einfach zur Merlinsprüfung latschen. Ja, das ist so nah, da können wir tatsächlich einfach rüber latschen, da müssen wir nicht mal fliegen. 80 Meter, das ist ja... ein Katzensprung quasi. Okay, die grünen Teile, die kennen wir da auch schon. Eine Prüfung Merlins? Ja, deswegen sind wir hergekommen. So, was war nochmal mit denen? Bombarde! Was war das? Sinnlose Zerstörungswut. Immer gut. Revelio. Da ist... da unten ist noch einer. Alles klar. Ich wollte gerade sagen, da ist noch ein Mondstein. Den kann man natürlich mitnehmen. Aber hier ist er ja auch schon. Bombarda. Da kommen wir nicht durch. Natürlich. Bombarda kommt natürlich nicht Confringo. Durch die Ranken. Die sollte es auch. Bombarda. Merlins Prüfung. Okay. So, dann nehmen wir jetzt hier noch den Mondstein mit und dann reicht's auch. Wo ist er denn? Da war er denn. Gut, nächste Quest bitte. Aufträge. Im Schatten der Dalischen Schlüssel, Himmel ist die Grenze. Sprich mit Imelda, da brauchen wir die Statue und da sprechen mit die, machen wir zum Abschluss der Folge. Dann würde ich sagen, Imelda, die sitzt, glaube ich, unten irgendwo in dem Gebiet, wo wir noch gar nicht waren. Richtig? Richtig. Will ich das jetzt machen? Ja, komm. Das ist die Mine, die haben wir schon. Von da aus rüberfliegen und einen Durchgang suchen, weil da konnten wir nicht rüberfliegen. Das haben wir versucht. Sie können sich ja gar nicht vorstellen, wie umständlich das Reisen vorkommt. Ja, halt's Maul. Oh, die Ballons sind wieder da. Halt, stopp. Halt. Stopp. Einmal runter. Nicht hier drin festhängen. Jo, ja, jetzt richte dich doch erstmal vernünftig aus und dann kriegen wir das irgendwie hin. Jo. Warum auch immer die verschwunden waren beim letzten Mal, keine Ahnung. So, und jetzt müssen wir uns irgendwo einen Durchgang suchen, der wahrscheinlich... Da gibt's erstmal noch ein Flohfeuer. Was gibt's hier für Viecher? Moment. Kniesel. Sollten wir eigentlich einen von mitnehmen, weil wir haben nur eins. Ich weiß nur gerade gar nicht, ob es männlich oder weiblich ist. Wir nehmen einfach beides mit. Revelio. Wahrscheinlich hier unten, oder? Ja. Levioso. Moment. Hab dich gleich. Sekunde. Ja gut. Jetzt ist alles gut. Gerettet. Bestimmt.
der anderen Seite sind quasi noch welche. War das jetzt... Wo waren Tierwesen? Irgendwo im Inventar hatten wir auch Tierwesen. Inventar. Tierwesen. Das war ein Männchen. Okay. Haben wir jetzt noch ein Weibchen? Oder irgendwie Shinies? Ach, da. Okay. Mahlzeit macht dich langsamer. Ist weniger, dann bist du schnell. Alles Männchen. Aber wer will schon schnell sein? Können wir alle nicht gebrauchen. Okay. Gut, da ist ein Troll, habe ich schon gesehen. Und hier an der Seite entlang. Revelio. Geht's halt auch irgendwie da hoch. Krieger der Anhänger. Ist weniger Nachtisch. Ich hab dich neulich mit einem Troll verwechselt. Wo soll denn das sein? Ach so. Ich will mal die Karte drin. Hier wahrscheinlich irgendwie. Okay, wahrscheinlich kann ich das mit dem Besen relativ knicken dann, oder? Hier durch wahrscheinlich. Gucken wir mal, ob wir uns die Gegner sparen können. Kein Zugriff mit Besen oder Reittier, ja. Schade eigentlich. Na gut, dann machen wir es auf die altmodische Art und Weise und schleichen einfach vorbei. Ranrocks Vision von der Herrschaft der Trolle wird sich erfüllen. Wie immer, klar. Ignoriert mich einfach. Ich will nur zum Flohfeuer. Ignoriere mich einfach. Ich will nur zum Flohfeuer. Das könnte gefährlich werden, wenn ich nicht aufpasse. Meinst du? Quatsch. Hallo. Wie schön, Sie zu sehen. Halt's Maul, ich bin versteckt. Bombarda. Hi. Muss nur mal kurz hier in das Gewölbe. Moment. Das sieht nach Spinnen aus. Revelio. Da oben Kiste. Können wir das eigentlich wieder ausmachen oder nehmen wir Descendo wieder rein? Kiste. Blau-grüner Fransenschal mit Uhrwerkmotiv. Natürlich. Können wir hier wieder raus. Und dann suchen wir uns den Weg zum nächsten Flohfeuer. Ist da jemand? Nein. Ja, verdammt. Wo bist du hin? Weg. Wissen wir das? Dafür wirst du bezahlt. Leviose! Ja! Descendo! Ich nehme deine Opfergabe gerne an. Deine nicht. Sprenge einen zauberwirkenden Kobold mit Bombarda in die Luft, während er seine Magie auflädt. Ja, das wird wahrscheinlich nicht so sehr passieren. Nach dem Krieg werden wir die Welt der Zauberei knechten. Erzähl mir doch mal von deiner schönen neuen Welt. Werden Leute die Geige spielen dürfen? Wer wird die Geigen bauen? Und wer wird deine gloriose Revolution vor der nächsten beschützen? Wo bist du hier irgendwo? Die Kobolde sind ernsthaft zu groß, da durchzugehen. Ist das euer Ernst? Einem kleinen
Also, ich meine, Bombarda. Was soll ich machen, ne? Was war das? Ich hab das Gefühl, ich bin nicht allein. Wie kommst du denn jetzt da drauf? Also, was soll ich denn mit der Vorlage jetzt machen? Bombarda. Da kann ich ja nur. Ockbert der Seltsame, das wird so ungefähr der schwierigste legendäre Gegner, den wir jemals besiegen werden. Das, ja nun. Was soll ich denn hier machen? Also, wenn man mir die Vorlage gibt. Ja, gut. Also. Da geht's runter. Okay, dann nehmen wir jetzt erstmal die Leute hier aus und dann gehen wir runter. Keine Mega-Power-Tränke mehr, das ist richtig. Und da kriege ich wieder so einen Hals. Gut, dann gucken wir doch mal runter. Sieht ja gleich schon viel freundlicher aus hier. Jetzt gehst du jetzt mal bitte runter. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass das hier eigentlich Teil einer Quest werden sollte. So mit dem ganzen Gebiet hier. Und dass wir viel zu früh hier sind. Aber wir haben halt schon eine Quest auf der anderen Seite. Also was soll ich machen? Geschmeidige Duellierhandschuhe und nicht identifizierter Gegenstand für ein Hals. Mehr gibt's hier nicht, oder? Hier geht's auch nicht weiter ansonsten. Gut, dann wieder hoch und raus. Aber wenn wir einmal auf der anderen Seite sind, dann können wir uns ja jederzeit auf die andere Seite porten. Das ist ja... Dann können wir uns den ganzen Quatsch hier dann sparen. Das ist ja dann auch sehr angenehm. Da sind dann auch direkt die nächsten Flohflammen. Nördliche... So schnell konnte ich nicht lesen. Gut, hier sollen wir abbar runterspringen mit dem Besen. Bombarda! Nee, nicht Bombarda, sondern Bombesen. Und direkt die Balance mitnehmen. Wenn sie schon mal hier sind. Jo. Und den noch. Und dann den letzten da unten. Und wo ist die dazugehörige Landeplattform? Da ist auf jeden Fall direkt eine Merlingsprüfung. Hier geht dann nämlich der ganze Quatsch wieder von vorne los mit dem mit den Punkten einsammeln, aber das machen wir jetzt nicht. Das haben wir jetzt gerade genug getan, wir kommen darauf zurück. Ich würde vielleicht eine kleine Tournee durch die... Guck mal, da ist direkt eine Quest. Durch die Flohflammen machen und dann kommen wir später darauf zurück. Dass hier noch Dinge sind. Vielleicht sollte ich mich mal bei Feldcroft nach Beute umschauen. Vielleicht solltest du das tun. Kann man allerhand Unheil stiften. Wenn ein Tierwesen nicht schlauer ist als ich, verdient es den Tod. Mhm. Wenn ein Wilderer mich nicht sieht? Abgesehen von Spinnen gibt es in Ironshire nichts zu wildern. Verdient er es, eingefroren zu werden? Kozio! Schild weg! Jemand an meinem Leib stehen. Hat eine Ratte gefunden. Muss eben aus Laden warten, danke. Wenn das nicht Nora Treadwells Kleid. Wenn das nicht der. Willst du mir etwas Scheiße machen? Du. Einige dieser Zauber. Ist das etwas Journales? Ja, es war der Falsche. Die, na gut. Verschon mich. Ist Hände. Kann ich auch? Ich hab's nicht.
Haben wir uns gerade ernsthaft beide gleichzeitig befreit? Das war's, ne? Das ist der Letzte da oben. Zumindest der Letzte, der uns aktuell sieht. Ja, der ging daneben. Na gut, gehen wir hoch. Was soll's denn? So. Sehr schön. Gemusterter Umhang in Olivgrün. So, da gibt es eine Quest. Da wollte ich ja eigentlich nur hin. Fedora mit Uhrwerkmotiv. Henriettas Karte. Sammeln. Ah ja, das ist wieder so eine Schatzkarte. Unten an so einer Landzunge. Bei einem Gemäuer. Irgendwas mit Feuer und Eis. Wahrscheinlich abwechselnd Feuer und Eis. Und irgendein rundes Etwas mit einem... Ich glaube, es ist ein Hippogreif. Finden wir diesen Ort auf der Karte? Ich glaube, es ist nicht dieser See. Tja, das... hier müssen wir erstmal aufdecken. Dann... Also das hier sieht sehr nach Gewässer aus. Das, was hier ein Gewässer, wenn es einmal aufgedecktes Gewässer wird, sieht jetzt aber noch nicht nach der Form aus, die wir da gesehen haben. Oder ich habe es mir falsch gemerkt, kann absolut sein. Hier, da könnte das irgendwie so in dem Bereich sein. Wir gucken erstmal weiter, vielleicht stolpern wir ja auch einfach drüber. Das kann auch passieren. Die Karte ist nicht weit von hier entfernt. Der Hippogreif markiert die Stelle. Alles klar, es ist ein Hippogreif. Revelio. Hier gibt es noch eine Truhe, die ich gerne plündern würde. Da drin ist die Truhe, alles klar. Und da gibt es auch noch eine Truhe. Die nehmen wir natürlich auch direkt mit. Für 43 Galeonen. Gut. Sieht nach Ärger aus. Quatsch. Hier noch nicht, auf der anderen Seite dann wieder. Duellleistungen, ja. Da gucken wir jetzt mal gerade nicht drauf. Das sind mir zu viele. Da kommen wir da rein. Da kommen wir nicht rein. Da kommen wir nicht rein. Hier haben wir aber unser Flohfeuer offenbar. Das war die falsche Taste. Und das war die richtige Taste. Wir haben unser Flohfeuer. Hier gibt es offenbar noch einen berüchtigten Gegner. Nicht legendär, berüchtigt, genau. Was machst du denn da? Da wird jemand sein Vorhaben bald bereuen. Ich glaube auch. Du zum Beispiel.